Dies ist der Mauticast. Alles über Open Source Marketing Automation mit Mautic. Und das hier ist dein Gastgeber, Ecki Gümbel. Ja, da sind wir wieder. Hallo, willkommen zurück. Wir sind heute mitten im Orkantief. Sabine, Thomas. Oh ja. Bist du gut durchgekommen? Irgendwelche Storys bei dir? Ja, nee, zum Glück alles gut. Ich bin ja diese Woche Mittwoch und Donnerstag in Hamburg bei der Kanban-Schulung Teil 2. Ich hoffe einfach, dass ich da gut hin und zurückkomme. Aber ich denke mal, ja. Ja, klar. Ich denke auch. Ja, bei mir, der Weg ist bei mir nicht so wahnsinnig weit, wenige Meter mit dem Fahrrad. Und das ging, aber wir haben tatsächlich ein paar Leute in der Agentur, die heute lieber zu Hause geblieben sind oder gar irgendwo anders gestrandet sind. Also schon ganz lustig. Gut, wenn ihr das hört, ist das alles durch, das Thema. Wir haben heute einiges vor. Ich habe ein Interview mit meinem Freund Sebastian Eisenbürger über diverse Themen. Das ist einer der ersten Mautic-User gewesen. Wir sprechen aber auch über HubSpot-Integration. Wir sprechen über sein Projekt namens NeedMe und generell über das Verhältnis zwischen Tool und Nachdenken in der Marketing-Automation oder im Marketing allgemein. Vorher schauen wir mal, was wir sonst so haben in den News. Ja, es gibt eine News, wir hatten ja im letzten Podcast schon gesagt, die 2.16 soll rauskommen, die 2.16 Beta, das ist tatsächlich auch passiert. Wir nutzen das bei uns in der Entwicklung schon mal, es gibt, soweit ich es weiß, aber noch kein festes Release-Datum für die 2.16. Das stimmt, ja. Mhm. Genau. Aber soweit sagen wir alles, fühlt sich ganz gut an. Ja. Wir freuen uns, wenn sie dann bald da ist. Mhm, ganz genau. Genau. Dann hatte ich auch in der deutschen Community mit dem Matthias Reich, mit dem ich schon ganz lange eng und gut verbunden bin, das Gespräch über Double Opt-in-Kampagnen. Mhm. Besser gesagt, er hat einen Hack für sich gefunden, nachdem wir vorher schon diverse Diskussionen hatten, wie macht man die optimale Double Opt-in-Kampagne. Okay. Hintergrund da ist, man hat ja immer zum einen den Wunsch, so schnell wie möglich die E-Mail rauszubekommen zum User, damit der bloß nicht zu lange warten muss. Und auf der anderen Seite will man natürlich auch nicht verpassen, dass der Mensch da bestätigt hat. Und dieses Bestätigen macht man ja typischerweise dann über, manche machen es über E-Mail geöffnet, aber in der Regel klickt man einen Link, Bestätigungslinks und prüft dann, dass er diesen Link geklickt hat, beziehungsweise die Seite besucht hat. Ja. Eine Dankeschön-Seite oder sowas. Mhm. Ja, und wenn man das aber, wenn der Benutzer das zu früh klickt und die Kampagne noch gar nicht gestartet ist, die das prüft, dann kriegt sie das auch nicht mehr mit. Ja. Denn das ist ein Dauerbrenner-Thema, das viele Leute gar nicht so richtig verstehen, wie Kampagnen ticken. Eine Kampagne kann nicht nach hinten gucken, wenn es um Decisions geht. Es gibt ja diese Decisions, User-Entscheidungen, also öffnet E-Mail, klickt Link, besucht URL. Das sind die sogenannten Decisions und die schauen immer nur in die Zukunft, ab diesem Zeitpunkt, wo dieser Kampagnenschritt erreicht ist. Wenn also die Seite vorher schon besucht wurde und der Mensch jetzt die Kampagne in die Kampagne reingekommen ist und diese Prüfung stattfindet, dann kriegt er das gar nicht mehr mit und die Kampagne hat ein Problem. So, und diese widerstrebenden Wünsche, die kriegt man unter einen Hut mit einem ganz speziellen Hack, also kleinen Trick eigentlich nur, es ist jetzt kein besonders wunderschöner Trick, aber er funktioniert einfach gut. Und zwar setzt man einen Tag. Den Tag kann man ja direkt durch die Seite triggern, zur Not richtig durch HTML einbinden. Und wenn der Mensch also auf diese Bestätigungsseite kommt, dann bekommt er diesen Aufkleber, diesen Tag, in seinem Benutzerprofil im Mautic reingeklebt. Und wir wissen also auf immer, er hat diese Bestätigung geklickt und ist auf dieser Dankeschön-Seite angekommen. Und darauf kann die Kampagne dann später prüfen. Ah. Denn das ist dann keine Decision, sondern eine Condition, also eine Benutzereigenschaft. Und da kann man an der Kampagne einfach schauen, ist diese Benutzereigenschaft Tag sowieso gesetzt? Ist die erfüllt? Und wenn ja, geht's weiter. Und wenn nicht, schicke ich vielleicht eine Erinnerungs-E-Mail. Ja, schlau gemacht. Und daher, danke Matthias. Wir haben auch einen kleinen Knowledge-Base-Artikel dazu wieder verfasst zum Nachlesen. Und Link wie immer in den Shownotes. Super. Dann ist uns was über die Füße gelaufen. Ein neues Plugin für Mautic, nämlich das Clear Cache Plugin von dem Greg White, der auch schon eine ganze Weile im Mautic-Universum unterwegs ist. Mhm. Probiert habe ich das ehrlich gesagt nicht. Das Thema ist, glaube ich, relativ klar. Also es gibt halt Situationen im Mautic-Leben, wo der Mautic-Cache einmal gelöscht werden muss. Ja. Und wenn man dann wieder keinen Konsolenzugriff hat, das übliche Thema. Hatten wir beim letzten Mal. Genau. Also kann ich einfach dieses Plugin installieren. Das gibt mir ein kleines
oder einen Menüpunkt im Backend, in den Systemeinstellungen. Da kann ich auf Clear Cache dann drücken und wer macht dann ein Clear Cache. Super. Sollte er jedenfalls. Ich habe keine Ahnung, was das wirklich tut. Ich habe es ehrlich gesagt nicht selbst probiert. Es ist mir gerade vor wenigen Tagen über den Weg gelaufen und ich habe es auch runtergeladen schon. Das ist so ein bisschen so der amerikanische Weg des Bereitstellens. Okay. Sprich, man muss erstmal ein Formular ausfüllen und bekommt dann ein Mautic-Asset ganz brav ausgeliefert. Und Newsletter? Das werden wir sehen. Ich bin sehr gespannt. DSGVO-konform ist es jedenfalls nicht. ja, trotzdem, danke Greg für dieses Plugin. Ich werde es sicherlich mal probieren oder wenn irgendjemand anders schon Erfahrung oder Meinung dazu hat, dann gerne Feedback und wir können gerne später nochmal drüber sprechen und darauf zurückkommen. Gut. Dann war die Ruth mal wieder auf Reisen und zwar, wie angekündigt, auf der FOSDEM in Brüssel, also Open Source Messe, die größte Open Source Messe ihrer Art. Und kam sehr begeistert zurück. Der Stand war also sehr gut besucht. Es gab sehr, sehr viele angeregte Gespräche. Es gibt natürlich immer Leute, die jetzt eher aus der Technik- und Open Source-Ecke kommen, mit Marketing nichts am Hut haben. Die finden das Produkt dann noch nicht so spannend. Klar. Aber alle anderen waren sehr interessiert. Ganz viele waren halt überrascht, dass es sowas überhaupt gibt. Das Gleiche, was man halt immer erlebt. Für viele ist Marketing-Automation auch erstmal Neuland. Also all die Erfahrungen, die wir auch sonst machen. Aber die Erfahrung, so eine Face-to-Face, also Real-Life-Messe, macht weiterhin Sinn. Das ist, glaube ich, mal die Kernbotschaft gewesen. Und deswegen ist das Marketing-Team jetzt halt auch dabei, zu schauen, was für Messen wollen wir denn eigentlich noch besuchen als Mautic. Ja. Was wir als Agentur oder andere als Agentur besuchen, ist ein ganz anderes Blatt. Aber Mautic bekannt machen, dafür ist eine Messe, glaube ich, weiterhin ein gutes Instrument. Ja. Und auch weiterhin eine schöne Chance, selbst mal Community-Luft zu schnuppern und mitzumachen. Wer vielleicht bisher noch nie was mit Mautic gemacht hat, für den wäre das vielleicht auch mal ein Tipp als Einstieg. Ja. Denn dann fährt man dahin, verbringt einen Tag oder zwei oder drei, je nachdem, wie lang die Messe ist und wie viel Zeit man auch hat. Und kann durchaus viele Eindrücke sammeln. Thomas, hattest du ja auch über die Wahrnehmung von Mautic und den Kenntnisstand der Leute und super Sprache, interessant, ja, die Leute sprechen. Und hat gleichzeitig die Chance, mit anderen Mautic-Leuten auf dem Stand eine ganze lange Zeit zu verbringen, echt intensive Freundschaften zu entwickeln und hinterher echt viel, viel besser vernetzt zu sein und einen guten Einstieg in die Community geschafft zu haben. Ich finde es super. Ja, es ist halt auch wirklich immer wieder gut, die Leute mal in echt zu treffen. Also wenn man die Chance hat, ne, wir haben die Möglichkeit, durch zum Beispiel Slack natürlich viel mit den Leuten zu sprechen, aber Ruth zum Beispiel im echten Leben mal zu treffen oder auch Entwickler, wenn die auf einer Messe sind oder so, schafft eine ganz andere Brücke. Ne? Ja, und auch die Vernetzung zwischen Agenturen finde ich gut, etc. Das ist auch das Gleiche, was wir in der Typo3-Welt ja auch extrem erfolgreich gemacht haben und was auch echt ein Spaßfaktor ist. Ja. Gut, dann schließen wir ein bisschen den Bogen. Auf der Marketing Underground hatten wir schon mal mit unserem Freund Sebastian Eisenbürger über Mautic gesprochen und auch ein kurzes Interview geführt und hinterher gesagt, ach, eigentlich ist das so spannend, das wollen wir lieber auf Englisch und ein bisschen ausführlicher in Ruhe nochmal machen. Heute ist es soweit. Hier ist das Interview mit dem Sebastian. Viel Spaß. Okay, today I'm really excited to welcome one of the very early adapters of Mautic on the show, and that is Sebastian Eisenbürger. Hello, Sebastian, welcome. Nice to meet you. Yeah, thanks for your time today. We're recording this in the middle of a big storm in Europe. That's Sabine. Are you affected by Sabine? No, I'm here in the south of France, so nothing to see. We have the best weather here, 20 degrees, I would say. Oh, okay. And, I have a beautiful mountain, Saint-Victoire. Between Marseille and Aix-en-Provence. Oh, that's good for you. But normally you're located in Stuttgart, right, in Germany? No. I located here. I have two companies in Stuttgart, but I'm working completely location independent, so it doesn't matter where I am. I have my office here in France. Yeah, and I enjoy it. Really, okay. It's really nice here. So unless the windows are broken by the storm here, let's just ignore that. And let's talk about you and about Mautic. When and how did you discover Mautic? Yeah, my first steps in marketing automation, it was 2010. So, yeah, it's 10 years ago. I have 10 years. Happy anniversary. Yes. And I had my own company. It was an e-commerce company in Stuttgart. And we sold medical equipment for doctors, for students,
Yeah, for all the medical stuff. Yeah. And I ask myself, what can I do to be other and to be different? Yeah, to all the other e-commerce shops. And there was about, I would say we had 4, 5, or 6 competitors. And I wanted to be different. And marketing automation was a big topic in the US. And I started to discover it and read a lot blogs and the first YouTube videos could be found then. And 2010, I developed my own open source marketing automation stack, I would say. It was a very simple system. It was a CMS, a BPM system, a PIM system, and a CRM. So we had 5 open source systems connected via the BPM software in the middle. And it worked more or less well, I would say. And after some years, I tried to find professional software to do that. And we had a lot of large softwares. There was Oracle, Microsoft, and so. And I couldn't find anything easier, cheaper, and open source. And it was 2014 when I found Mautic in the US. It was a very small software. I was not sure if this is really an honest software and what the steps could be of the software and the roadmap. For historical reasons, what did Mautic look like at the time? And was it the same thing as today, or was it very different for those who never saw the early versions? What important features have been added? From the design, it was very similar to today. It had a campaign manager, a very buggy campaign manager, and a very simple email editor, and just a contact maintenance. Yeah. I think that was all. And what was your interaction with the Mautic developers at the time? In the beginning, we had no interaction. I tried it, I would say, for 1/2 year. And 2015, I started my own blog, the first German marketing automation blog. And it was called marketingautomationblog.de. And I had the first German Mautic tutorial. And it must be live in the internet. I'm not sure, to be honest, because it's not up to date. But maybe you can find it. Yeah, look it up and put it in the show notes just for fun. Good idea. Yes, it's not the current Mautic version. Yes. Yeah. I'm not sure. I have to think about it when I was contacted by the founders. I would say in October 2015. Mm-hmm. And they found my tutorial in German. And they asked me about the German market, if Mautic is the solution that is usable in Germany. And we had the first contact via email. And I would say at the end of 2016 or 2017, I'm not sure, when, how is it called in English, the DSGVO? Oh, a GDPR. Yes, the beautiful German thing here. We had the first discussions in Germany, and the founders wanted to interview me to get some information about that and to get my opinion. And we started the official partnership. So I'm an official Mautic partner since then, mm-hmm. at the end of 2016 or beginning of 2017. Yes, and I learned to use Mautic for my customers. Before, I used it only for myself, and sometimes I recommended it. But my topic was marketing automation coaching and mentoring, and not the implementation of software. Mm-hmm. In 2017, I started to implement Mautic using AWS. And it was a good thing. I earned a lot of money with that. I was the first one. And if you Google Mautic
in Germany on google.de, you found me, I would say, on position 2 or 3. So, yeah, until today, it's a good thing, all the Mautic stuff. So you still support customers yes. with their marketing and sales, right? Yes. Okay. Yes. And you told me before that for sales, you use something different than we all know. Yes. I had a look on HubSpot very early also, I would say 2015 and 2016. And I decided to use it not because I had Mautic before and because HubSpot, to be honest, was too expensive to use for me. But I like the history, the founders, and the idea behind HubSpot. And 2017, I had some researches, and I found that I could use HubSpot in a very special way, in a very cheap way, because I use the free version, mm-hmm. the CRM, for my sales topics. And I connected Mautic via the plugin. I would say it's pre-installed. I'm not sure, HubSpot. So you can plug and play and use HubSpot as a sales tool. Yeah. And I connected both. And it was very easy. And now I have a separate Zapier integration mm-hmm. for some things that are not connected directly. Mm-hmm. And it's really easy to use. I use Mautic for all the campaigning stuff, mm-hmm. for the marketing phases, and HubSpot for the sales phases. So if anything happens during the marketing phase, maybe someone is answering an email or gets in contact with us, then Mautic will stop, or the campaign will stop, and HubSpot will start. Okay, so you use it as an ACRM and also a sales automation tool, is that right? Yes, yes. And HubSpot has a nice app for my smartphone, yeah. Mautic not. And it's, for me, it's a perfect combination. Okay, nice. So you do that just for yourself, but also to your clients, for your clients? I recommend that, but I do not implement that. I stopped implementing Mautic last year because it's too complex to maintain all the server stuff on AWS. And I focused on my mentoring and coaching, and I started 2 other companies in Germany. So, it was a question of focus. So the implementation is done by partners, basically. Yes. Okay. Yeah, got it. Tell us a bit about those other projects that you do. It seems like you are a real marketing wizard, multiple projects at a time. One of those is Neat.me, and that you told me about at the Marketing Underground show in Berlin, where we met last year. Tell us all about Neat.me. Yeah, Neat.me. Neat with triple E. It was an idea, I would say, I had it 5 or 6 years ago, and I worked as a freelancer for Adobe and Microsoft and SAP. And I asked myself all the time, why do look websites like 30 years ago? Website is like a poster where you can scroll over with your device, with your laptop or your smartphone, and it looks every time the same. So, and I asked myself, why could a website not be like more than a conversation between people? Mm-hmm. And I started to research what is a conversation. From the background, just I studied informatics, computer science, and psychology. So it's a very special combination of topics. Yes, and I got in all this psychology stuff, and I found out what criteria is important to have a good conversation between people. Mm-hmm. And I looked for a developer, and now we have a small team who is developing this, and we have 3 criteria of data that we use to make a website more like a conversation and not like a classical website, like a poster. Okay. And it's nothing like a chatbot or anything else that have a real conversation. The website looks like all the other websites look. The difference is the providing of content. So what we measure is the situation of people. Situation means the time, the day, the month,
the weather outside. Mm-hmm. So, and what I want is to make the visitor feel better than before his visit. Mm-hmm. So one example, if it's cold outside, the website looks warmer. And if it's warm outside, the website looks colder. So mm-hmm. that makes a better feeling. The visitor does not know why he feels better. Yeah, but it's a good feeling and it's connected with the brand or with the website. So that's mm-hmm. criteria number one. The second one is the behavior in the visible area of the screen. And I and that's so the one thing that's very innovative and where we have a patent on. We said a website is only the visible area of the screen. And everything invisible, so where you can scroll on, is in the future. And that depends on the behavior, on the situation, and the third criteria, what is the perception mm-hmm. of the visitor. So it's very individual. So, and we measure the behavior. That means if you want to buy something and you are not really sure if it's everything safe, the data, if it's the right product, if the price is okay or not. Yeah. So you want to have it, but you're not sure, is this the right offer for me? Mm-hmm. And so much people are touching a button, for example. They touch it, but they don't click it. Mm-hmm. And nobody is measuring this behavior. And we measure that. Yeah. That means if you touch it and you don't click it, you get in the invisible area. So, I mean, directly below the line, mm-hmm. An area with testimonials, with product reviews, with reasons that this is the right offer for you. Oh, okay. Cool concept. So, yeah. And the third one is the perception. It's... What is the English word for that? For Spiegel neuron, mirror neurons. I'm not sure if this is the right word. Yeah. It's this special thing what we do all the time if we speak with each other. So we want to be sympathetic and we want to be nice to each other and we are mirroring each other. So a website cannot really mirror the visitor. So, but what we can do is we are measuring the perception channel of the person. Mm-hmm. And there are three completely different kinds of perception that people have. The first one is very relational, rational. That means we have the people who wants to read text, who want to get arguments to decide. Mm-hmm. The next one is very visual. He needs to see pictures, maybe pictures with some text information, mm-hmm. but less text than the rational guy. Mm-hmm. And the third one is very kinesthetic, very emotional. He wants to feel it. He wants to hear it. He wants to be in it. Yeah. That are the ones who want to like to see videos. Yeah. And we have a scoring in the background that is measuring the behavior with the three different channels. That mm-hmm. means we have in the visible area of the screen, at least one video, at least one picture slider or anything else, and at least one larger text box, I would say. Yeah. And depending on the behavior with these three channels, we're providing the content below the line in this, I would say, perception channel of the person. Okay, so in the end, you're still trying to find the best segment for a person, to use the marketing language, and act accordingly and very interactively. So you change the invisible part based on the best guess you have on the segment or the type. What role does artificial intelligence play in this whole picture? Yeah, we are measuring all the data. We can use databases from Google and AWS to get information why people interact, how they interact. Mm. And we can use this to enrich our data and to make it really, almost true that what we do is the right thing. Okay. So, in the future, yes? Is it a bit like lookalike audiences? Yes, maybe. It's really difficult to explain, to be honest. Okay. Because it's very detailed. Yeah.
redeveloping it. Now we have it, we have a productive system. Everybody can download it on the WordPress plugin store. Just at the moment, only with the Divi builder. This is only rule based. So there's no artificial intelligence. That's our better product. Yeah. That we're not productive, that we don't have in the productive area. Yeah, but it's a very, very cool thing, and I'm very proud to have it. Based on that experience and looking back at Mautic, what do you think is the most important spot where Mautic would first or should first move into AI? Because there are a couple of typical things that people talk about when it comes to marketing and AI, but few people have real practical experience. Is there anything you can add to the discussion? The most mistake from my perspective is that Mautic is used more than a tool. Most people are from a technical background, and that's absolutely okay. The fact is website visitors, receivers of email are people. They're really human, and they don't want to be handled like human. And all the guys with the technical background uses Mautic and everything that Mautic provides to write emails, to build landing pages. And from my perspective, they don't think about enough what is a good communication. And in the first step, it's not a question of AI. It's a question of what would I like to get for information via email, via websites, that would be a really good experience for me, that would motivate me to buy anything, to click on the link. Yeah, that's my talking all the time, that marketing automation is 20% technology and 80% brains, understanding the customer, coming up with smart ideas and so on, communicating right. Yes, yeah. Absolutely true. And AI is the next step. So I would not start with AI in this discussion on what we can improve. The first step is to understand, that technique is more than technique. Yeah, that's true for everyone as of today. Absolutely. Cool. Anything else you want to add, especially when it comes to Mautic, to the Mautic community maybe, or the product? It would be perfect to combine NeedMe and Mautic. NeedMe on the websites and Mautic as the form. Mm-hmm. Yeah, at the end of the website, for example. Yeah. And to combine both. And we make an official scientific A/B test now. And it's amazing which numbers we get, which KPIs we can measure. That's cool. Amazing. Yeah. We have a factor of 1 to 11 in conversion rates in some cases. Ooh. Are you using some larger B2C websites to test that, or where do you test it? It's a B2B website, and we're measuring the conversion, the call to action to make the online meeting. So, and it's incredible what happened there. And we are in the middle of the beta test, so it's too early to promise anything. But it looks very, very good, and it's free to use for everyone, and everyone can combine it, Mautic and NeedMe and HubSpot, for example, to make it full. maybe one could even think about a deeper integration one day. Yeah, so let's keep in touch, work on that, and I'm absolutely fascinated by it, and I can't wait to see where you are in a year from now or even later. Okay. Thank you so much for today. Where can people find you online best? You have multiple URLs. Which are the best? Which are the best social media channels and so on? Yeah, I'm using, I would say, almost every social media channel. Just my name, Sebastian Eisenberger. Or the NeedMe website, NEED.me. Yeah. It's in English and German and French. And feel free to contact me to visit my website, to click like and everything you could do for me. Okay. Yeah. Thanks. Once again, thank you so much, Sebastian Eisenberger, for your time today and for the insights you gave us. Cool to talk to someone who was so early up with Mautic and who's so innovative still.
Ja, keep going. Thanks a lot. Bye-bye. Thank you, Aki. Bye. Ja, das dazu. Im Bereich, was kommt auf uns zu, möchte ich zunächst nochmal verweisen auf die Mautic.org. Das habe ich lange nicht mehr erwähnt. Die füllt sich ja langsam mit anderen Events. Unter anderem gibt es neue Mautic-Camps und Mautic-Meetups. Zum Beispiel in Japan gibt es inzwischen schon das 6., was extrem cool ist. Mhm. In Lagos, Nigeria wird es im April das 1. geben. Super, super, Tobi. Und für Los Angeles gibt es jetzt eine Initiative, da auch was an den Start zu bringen. Da tut sich also einiges. Ich finde es total gut, dass es diese Übersicht jetzt gibt, damit man überhaupt sieht, was so in der Welt passiert. Ja, für die Mautic Meetups, also die regelmäßige Variante im Gegensatz zu den Mautic Camps, die immer so ja zeitpunktbezogen sind, haben wir inzwischen auch einen Meetup.com-Account. Okay. Oder wieder einen. Es gab früher mal einen. Ja. Jetzt gibt es einen Pro-Account. Habe ich gesehen. Uns. Mhm. Ja. Und das ist natürlich auch eine parallele Übersicht, die aber nur einen Ausschnitt gibt. Trotzdem sei das mal erwähnt, meetup.com, da dem Mautic-Kanal, ist natürlich auch immer ein Blick wert. Ja. Für die Mautic-Team-Meetings, da ist weiterhin sehr viel los. Unter anderem auch strukturell wird da jetzt gerade nochmal ein bisschen nachjustiert. Die finden bisher wöchentlich statt. Im Community-Team zum Beispiel wurde gerade beschlossen, das auf 2-wöchentlich umzustellen. An den Uhrzeiten wird ein bisschen rumjustiert, an dem Rhythmus zwischen Live-Meeting und asynchronen Meeting wird optimiert und so. Also da tut sich formal ein bisschen was, aber vor allem gibt es inhaltlich natürlich sehr, sehr viel und es ist weiterhin cool, dass Leute neu dazukommen und Dinge vorankommen. Dann gibt es, ich glaube, letzte Woche angekündigt hatten wir das Sprint-Event noch nicht, also sprechen wir heute mal ein bisschen darüber. In der Woche nach Ostern wird es zum einen einen sogenannten Community Council geben, wo es also formal die Köpfe der Community zusammenkommen und schauen, wo stehen sie und wo wollen sie hin. Okay. Und im Anschluss daran wird es halt auch Team-Sprints geben. Das ist so ein bisschen das Nachfolgeformat von dem Mautic Summit, was wir im letzten November hatten. Ja. Wie gesagt, die Woche nach Ostern, Location irgendwo in Europa. Vermutlich, ich bin sehr sicher, es wird Prag werden. Ja. Und das ist natürlich auch wieder so ein Highlight, auf das man sich freuen darf, glaube ich. Ja. Also auch wenn ihr bisher nicht in Community-Teams aktiv seid, die Tage nach Ostern freihalten und da vielleicht einfach mit dazukommen, da ist jeder herzlich willkommen, wirklich jeder, egal ob technisch oder nicht technisch. Und das ist eine weitere gute Möglichkeit für den Einstieg. Ja. Und ein bisschen weiter am Horizont, die Mauticon, über die hatten wir schon gesprochen letztes Mal, bisschen über die Location-Philosophie, da gibt es noch keine feste Entscheidung. Ich hoffe, die werden wir in 2 Wochen haben. Aber das Datum kristallisiert sich inzwischen heraus. Es wird der 18. oder 19. November sein. Also blockt euch das auch schon mal im Kalender. Es wird da vermutlich eher davor als danach sicherlich ein paar Anschlussevente geben. Events. Also wer vielleicht da auch wieder beim Sprint oder so dabei sein will, der sollte sich die ganze Woche blocken. Ja. Oder wer vielleicht ein bisschen schöne Boston oder was immer sein wird, erkunden möchte, der sollte vielleicht auch für ein paar Tage mehr fliegen. Ja. Gut, also eine Menge los in der Mautic-Welt, eine Menge Positives und ich bin sehr, sehr optimistisch, was als nächstes auf uns zukommt und genau darüber sprechen wir in 2 Wochen. Bis dahin, macht's gut, kommt sicher durch den Sturm. Bye, bye. Tschüss zusammen.